So, meine Herren und Damen der Sonne, servus und herzlich willkommen bei Hausflipper. Wir haben in der letzten Folge das Haus angefangen hier zu renovieren und ich habe jetzt hier im Bad eine neue Dusche integriert. Da habe ich den Anschluss auf der falschen Seite eingebaut, deswegen hat das nicht gepasst, aber alles halb so wild. Hier habe ich das Bett schon verkauft, hier war eine Heizung, die habe ich auch schon verkauft. Und hier kommt jetzt ein neues Bett hin. Aber vorher möchte ich gerne streichen. Machen wir es in einem Grau, oder? Das ist doch eine sehr coole Idee. Ich habe schon bei den Aufrufen gesehen, dass das Video schon relativ gut an Aufrufe gekriegt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch eine Folge dazu. Vielleicht mache ich noch ein paar mehr, ich weiß es noch nicht. Das Spiel ist eigentlich mega, mega cool, muss ich sagen. Und ich habe in dem Angezockt gesagt, das gibt es für die Switch. Das stimmt. Aber das gibt es für alle aktuellen Konsolen. Also für die PlayStation gibt es das. Für die Xbox gibt es das. Und auch für den PC. Und wir spielen jetzt hier, wie auch in der ersten Folge schon, die PC-Version von diesem Spiel. So, dann sind wir auch hier eigentlich fast durch. Wenigstens eine neutrale Farbe. Dem es nicht gefällt, der kann es dann nochmal umstreichen.
So, das haben wir hier auch fast alles durch. So. Schaut doch schon mal ganz gut aus. Hier fehlt noch Farbe. So, dann brauchen wir jetzt noch ein Bett. So. Dann brauchen wir jetzt noch eins. Nämlich da machen wir die große Heizung hin. Oh, die ist zu lang. Ja, die ist zu groß. Wir müssen mal eine kleine hinbauen. Thank you.
Okay. Aber jetzt möchte ich noch für die Küche einen Durchlauferhitzer bauen, damit wenigstens warmes Wasser da ist. Und noch ein Wandregal für das ganze Geschirr. Okay. Oh ja, dann lassen wir es halt, mir dann auch egal. Aber jetzt haben wir dann noch ein Regal, wir haben alles fertig, außer eins fehlt noch. Immer frei. Also hier sind wir fertig. Badezimmer fertig. Küche fertig. Dann können wir ja verkaufen.
Nimm was an. Dann können wir uns direkt das nächste anschauen. Ja, das nehmen wir. Ich liebe es halt einfach mal so eine Bruchbude zu sanieren, da habe ich einfach Bock drauf. Ach du heilige Scheiße, da ist einiges zu tun. Sind hier Kakerlaken unterwegs? Ach du meine Güte. Das ist komplett verlassen. Also den Boden würde ich gerne lassen. Auch die Tür ist kaputt. Gleich weg damit. Schmeiß mir gleich weg, das Klump. Die Dusche schaut aber noch eigentlich sehr gut aus. Die kann man lassen. Weg, weg. Und dann müssen wir nur noch neu fließen. Auf jeden Fall. Aber das möchte ich auch noch machen. Können wir uns ja wieder zuallererst ums Bad kümmern. Erstmal neues Bad bauen. Damit das Bad wieder in frischem Glanz erstrahlt.
So. Passt jetzt der Kontrast? Ah, den Boden machen wir doch raus. Das gefällt mir nicht. Machen noch einen anderen Boden. Das gefällt mir nicht. Fußboden. Auch neue Fliesen. Könnten wir. Machen wir noch mal sowas. Wow. Das ist gleich schon wieder ein ganz anderer Raum. Wow. Schauen wir mal, was man aus der Küche noch reinigen kann. Der Kühlschrank auf jeden Fall ist Schrott. Ist Schrott. Können wir alles verticken. Können wir alles verkaufen. Auch die Wand wird nochmal komplett neu gestrichen. Das Bad ist noch nicht ganz fertig, aber ich möchte auch hier noch ein bisschen was tun. So. Weil die Wand, da habe ich schon eine Idee, wie ich die machen will. Aber jetzt würde ich erstmal gerne das Bad fertig bauen. Mit einem Klo als allererstes. So, dann fehlt jetzt noch eins, meiner Meinung nach, nämlich das. So.
Na, die Dusche lassen wir mal, die ist noch relativ neu. Die lassen wir mal drin. Passt. Die Sauerei wegmachen. Das wird der zweite Raum sein, den wir bauen. Die Küche ist schon mal vorbereitet. Und natürlich wieder sämtliche Türen weg. Das Sofa könnte man vielleicht noch mal verwenden. Aber das war's auch schon. Sieht mir sehr nach einem Bett aus oder nach einem Sofa. Okay, Licht funktioniert. Ja, was für ein Dreck, ich weiß. Deswegen mache ich ja sauber. Auch das Parkett schaut eigentlich noch sehr hübsch aus. Das kann man eigentlich auch lassen. Meiner Meinung nach. So. Also der erste fertige, wirklich fertige Raum ist das Badezimmer. Das nächste wird hier dann die Küche sein. Muss man fertig machen. Die Wand kommt auf alle Fälle weg. Die Wandfarbe, die Fliesen, die machen wir neu. Ja. Aber in einer eventuellen nächsten Folge schaltet auf alle Fälle wieder ein. Ich würde mich freuen. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Oh ja.